Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Radtour Thüringen 2.0. Wir fahren jetzt unseren Anhänger mit Gülle, also für Gülle nach zurück zum Hof. Machen wir mal Lichter machen. Und dann schauen wir nachher, was wir für nachts für kriegen, ne? Also heute haben wir auch schon die Lage gefahren, aber morgen werden wir mal den ganzen Tag Gülle fahren. Scherz nebenbei, ne? Und mal schauen, was wir überhaupt drin haben im Lager, ne? Das weiß ja noch keiner. Und damit wir sehen, ob wir nachher später auch mal mit Gülle düngen können, und zwar mit Gärreste. Das wird ja auch dann bald voll sein, ne? Normalerweise. Nach bestimmten Zeit muss es ja voll sein. Wenn wir fleißig reinfahren, Silage oder Gülle jetzt nachher, muss es ja irgendwann voll werden. Und dann ist es ganz gut, wenn wir eintakten zum Verbrauch auf dem Feld als Dünger. Ja, geldmäßig haben wir jetzt nicht mehr so viel, aber wenn wir sehen, dass wir nächstes Jahr im Gehen das machen, ne? Bei Gelegenheit. Warum teuer Gülle, Dünger kaufen, wenn wir hier Gülle oder Gärreste näher genug haben, ne? So, auf geht's. Das ist der einfache LKW, der reicht aber aus. Hoffe, der Ton passt noch. Denkt man schon, ne? Hoffe ich jedenfalls. Also ich kann ein bisschen lauter machen, dass er im gelben Bereich reingeht, ein bisschen mehr. So. Das ist ein Baum. Den würde ich nicht mitnehmen. So, wir haben jetzt erst Mitte. Und wenn heute Nacht, ja, 20 Uhr, wenn wir auf 30 umstellen, ne, dass wir die Nacht schnell rumkriegen. Der eine ist fertig mit dem Pflügen und gleich mal rüber zwitschen und in Gülle voll machen. Rüber zwitschen und dann entsprechend, oh, die Krähen, die war auch fix gewesen, ne? So, schauen wir mal, was wir jetzt hier rauskriegen. So, ein bisschen mal gucken hier vorne. Das ist ja hier vorne der Hahn, ne? Kann man jetzt am besten erkennen mit F1. Hier abladen. R. Wir haben jetzt da 333.000. Gut, das läuft eine Weile. Dann. Also für Gülle kriegen wir für BGH 720. Für Silage 270. Das ist schon der Hammer. So. Geht relativ schnell. Gehen wir nach rüber und dann Flug. Der muss ja hier in der Arbeit um 42. Aber das machen wir heute Nacht nicht. Das machen wir morgen früh. Entlassen. Das machen wir früh. Oh. Dann muss das ja hier wachsen durchgegangen sein. Auf der Wiese. Aber das können wir ja im Frühjahr auch noch durchziehen. Ey. Oder wir können ja. Das machen wir auch morgen früh. Warum sich da jetzt im Dunkeln zurecht suchen, ne? So, das wäre die Gülle. Haben wir 20 Uhr, jetzt gehen wir auf 30 Geschwindigkeit. Bringen wir zum BGH und dann mal sehen, was die heute Nacht an Geld kriegen. Wir haben ein bisschen die Lage reingefahren jetzt. Wir werden mal sehen nachher später für morgen, wenn wir nur Gülle fahren würden, könnte man sehen, wie viel man für Gülle kriegen würde. Aber der Vergleich hinkt, man hätte man genau die Mengen abzählen müssen, wegen der Anzahl oder der Ladung für. Dunkel ist ja ganz schön hier, ne? Ob
die Anzeige auch das entsprechend anzeigt. Da muss man gleich gucken. Fahren wir zurück. So, Gülle. Na, das zeigt nichts an. Da kann man nur abkippen. Dann kippen wir alles rein, ne? Mal sehen, was so rauskommt, ne? Schauen wir mal, was nachkriegen. Vermögen. Na, glaube ich eher nicht, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Dann könnten wir theoretisch ein bisschen Schulden abtragen. Also, das wäre angebracht, ne? Ja, die Kühe kriegen morgen früh Futter und Wasser und dann können sie wieder fleißig weiter produzieren, ne? Unseren schönen Mist. Den teuren Mist vor allen Dingen. Wenn er noch nicht so dunkel wäre. Wo ist nur der Vollmond geblieben? Ja, hier habe ich auch bei der BGH ein bisschen Licht wegnehmen müssen, ne? Wegen der Ränder und so. Da ist noch ein Licht oder zwei, drei. Es blitzt hier. Wahnsinn. Ja. Ah, wird ja bald hell werden, ne? So schnell fahren. So, da sind wir wieder. Bereits für die nächste Untat. So, ist weit gefahren. Aber das zeigt ja nicht an. Bleibt bei Null. Oh, mir ist recht. Hauptsache kommt der Moos nachher. Alles mir egal. Wir haben ja auch Kosten, ne? Sonst würden wir immer gratis arbeiten, aber es bringt ja dann auch nichts. Man muss ja ein bisschen Ziele haben, ne? Also hier fällt nichts rein. Du kriegst ja links und rechts auch nichts korrigiert. Dann hast du den Scheiß drin nachher, ne? Kriegen wir auch langsam leer. Vor allem schön automatisch, ne? Keiner muss raus. Schläuche anhängen, ne? Extrem stinkige Arbeit. Da kommt Freude auf, wenn man es machen darf. Du brauchst nicht denken, dass die Schläuche alle sauber sind. Da sind alle schön eingesaut.
Das ist nicht so, wenn man jetzt Milch fahren würde, ne? Deswegen, aus Prinzip würde ich jetzt keine Milch mit so einem Anhänger fahren, ne? Also, dass man jetzt sagen würde, jetzt wird mal schön gewaschen und so, ne, 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 das ist aus einfachen Gründen schon nicht, für mich kommt nicht in Frage. Dann nehme ich lieber einen, den ich weiß eingefärbt habe, den ist jetzt für mich für Milch, ne? Oder blau für Wasser oder so, dann ist immer ein bisschen unterscheiden, ne? Also ganz 100% sauber kriegst du das sowieso nicht. Dass du mit Kärcher und Schrupper lang gehst, ne? Also gut, hier im Spiel ist es vielleicht egal. Aber mir persönlich ist es nicht egal, also. Weit gefahren. Bloß einer rein. Um Nullo schön Geld kriegen. Träumen. 270 für die Silage. Ich kann behaupten, das war vorher teurer. Auch mit schon mit Seasons, aber ich weiß das nicht genau. Ich habe nie so drauf geachtet. Muss ich mal gucken auf dem Marsch, ob da auch entsprechend die Preise so runtergegangen sind. Und dann da weiß ich, da hat er mal eingestellt gehabt, etwas tiefer. Aber nicht mehr so wie vorher, aber es hat sich immer noch finanziell gelohnt. Anführungszeichen. Also sagen wir Uhrzeit, 17:14 Zeit. 12. Mach nur eine Folge noch rein, die Anzeige für die Preise. In 3 Minuten. 2, 1, 0. Einnahmen BGH, immerhin 226.000. Okay. Betriebskosten, Fahrzeuge und Kreditzinsen. Dann werden wir jetzt sofort Kredit abzahlen und zwar, wir zahlen erstmal 200.000 zurück. Habe ich nicht genau geschaut. So, sollen wir zurückzahlen. Zur Not können wir immer noch wieder Geld leihen. Aber so im Großen und Ganzen, naja, gut. Sollen wir da Aufwand, den wir betrieben haben, ne, wäre mit Getreide leichter gewesen. Ne? Da hätten wir auch 100.000 verdient. Großen Anhänger, zwei Stück. Ja, gut. Also heißt das im Frühjahr einmal Heu machen kräftig für die Kühe. Einmal kräftig Silage auch für die Kühe. Und Stroh haben wir eigentlich Lager voll normalerweise, ne? Also das haben wir noch nicht verbraucht. Und der ist rumliegt, was wir irrtümlicherweise mal gekauft haben. So, heute machen wir nur Gülle. Solange bis die Gülle alle ist und dann werden wir sehen hier, was es uns morgen erbringen wird. Mein Nullgülle. Nachts geht eh am besten mit Gülle, denke ich mal, weil da muss ja mal leer gemacht werden, ne? Und dann schauen wir irgendwann mal, was wir an Gärreste haben. Mengenmäßig und dann können wir immer noch entscheiden. Wenn das notwendig ist, irgendwo mit Gärrest zu düngen. Das ist jetzt Folge Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wahnsinn. Nur Unterbrechung und andere Unterbrechungen, die sein mussten. Ist halt so, ne? Aber wie gesagt, ich habe die ganze Woche Zeit. Und notfalls habe ich letztes Mal auch gemacht, habe ich letzten Sonntag halt 17 Folgen aufgenommen, ne? Also ist ja auch nicht ganz so dramatisch.
Morgen noch vielleicht zwei Folgen oder drei. Eher drei. Und dann kann man auch Dienstag noch drei Folgen machen. Dann kann man Mittwoch schon teilweise bearbeiten, die Hälfte. Und dann nach der Weile beginnen wir hochladen. Und dann das zweite Rechner mit zu mit bearbeiten. Und dann ist das ja auch erledigt. Zum Donnerstag. Und dann kann ich am Freitag alle Ruhe den Rest hochladen zur Not. Und dann kommt halt die Marsch wieder, ne? Schaffen wir alles. Nicht so schlimm. Und dann ist sowieso, da haben wir eh ab Mittag Feierabend und so, dann ist das schon ganz anders. Und dann ist auch Freitag entsprechend, Quatsch, am Montag erst Spätschicht. Und dann kann man aller Ruhe dann auch entsprechend sich darauf eingehen, also fertig machen, ne? So wie heute müsste ich ja eigentlich sagen, um 10 Uhr spätestens Schluss. Aber so lange nicht erreicht, 10 Uhr, ne? Was ich heute schaffe, schaffe ich heute, und was ich morgen mache, dann mache ich morgen. So ist halt so. Und wenn es gar nicht gehen würde, dann muss man halt sagen, okay, dann muss man halt eine Folge weniger machen, ne? Also ist halt so, ne? Ich habe ja keine Pflicht dazu. Das ist ganz gut dabei. Steht keiner hinter mir und sagt, du musst heute die Folge machen, weil die haben Vertrag, ne? Oder so, ne? Das ist ja nicht der Fall. Mach mal Allrad anmachen, ne? Wir haben Zeit. Heute haben wir es geschafft für die heutige Folge, sehe ich gerade. Dann sage ich mal hier auch wieder Tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Und Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.